Ja, ich bin Maria Sievert, eine der beiden Gründer von Inviox. Und was wir machen, wir automatisieren und vernetzen Pathologielabore, um damit die Krebsdiagnostik zu verbessern. Ja, mit dem Makerspace habe ich schon gestartet, bevor unsere Gründung, als ich mit meinem Mitgründer Dominik zusammen die ersten Ideen hatte zu dem Produkt, was wir machen wollten und zum ersten Mal das Ganze mit dem 3D-Drucker zum Beispiel die ersten Prototypen gebastelt habe. Weil wir schon vor unserer Gründung ganz, ganz viel Kontakt zu Kunden gesucht haben und immer wieder dorthin gegangen sind und haben gesagt, schaut her, das ist das, was wir machen wollen. Hilft euch das weiter? Was möchtet ihr dran verbessern? Und ich glaube, es gibt insgesamt 50 verschiedene 3D-gedruckte Prototypen, zum Beispiel von unserem Probenbehälter. Wo der Makerspace uns hilft, ist, dass wir einfach super schnell Sachen prototypen können. Bei uns geht das alles viel, viel schneller. Unsere Ingenieure designen hier bei uns am Standort, danach wird zum Makerspace gebaut und manchmal bei einfacheren Teilen am selben Tag oder einen Tag später können wir das Ganze schon einsetzen in das Gerät und gucken, ob das passt. Und das addet sich natürlich auf und spart uns ganz viel Zeit, gibt uns wahnsinnig viel Geschwindigkeit und das ist das, was man als Startup immer braucht. Einfach nur, dass sie den Makerspace absolut nutzen sollen, weil das bringt einem wirklich weiter, es macht noch dazu Spaß und man kann einfach die Idee, die man hat, Realität werden lassen, um sie anderen zu zeigen und das ganz intensiv ausnutzen. Mhm.